What it do, YouTube? Wir sind wieder zurück mit einer neuen Reaction auf Discord, okay? Und zwar ist es wieder soweit, dass wir auf Lieblingsessen von meinen Viewer reacten. Das ist so das Format gewesen, was mich, sag ich mal, ein bisschen rausgebracht hat oder die Aufmerksamkeit auf mich mehr gerichtet hat. Und das haben wir lange nicht mehr gemacht und deswegen machen wir das heute mal wieder. Okay? Ihr wisst ganz genau, wie es meistens ist mit den Lieblingsessen von meinen Zuschauern. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, Tortellini Carbonara, glaube ich. Super. Super, kann man essen. Dass es auch einfach mal ein Lieblingsessen ist, ist auch cool. Ne? Dass man nicht unbedingt immer Quatsch sieht. So. Was ist das? Yo, ich bin mir nicht sicher, was das hier ist. Okay? Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Deswegen lass es einfach unkommentiert. Salty. Doritos Juicy Jizz. Guck mal, da sind wir wieder bei der Sache, dass meine Leute, deren Lieblingsessen immer mit Jizz ist. Bro. Was für Jizz? Als ob du Chips mit Jizz isst. Also bitte. Ich bitte dich. Er ist Pizza mit Jizz! Chat! Er ist Pizza mit Jizz! Niemals ist sein Lieblingsessen, Mann. Na. Chat. Ah, diejenigen, die damals dabei waren oder Day Ones sind, die wissen ganz genau, was dieses Bild, was für ein Sound bei diesem Bild reinkommt. Guacamole mit Baked Beans und. Ist das Desinfektionsmittel? Der isst das nicht mit Desinfektionsmittel. Was erhofft er sich dadurch? Was ist, wie ekelhaft, was ist das denn? So, was ist das? Brot mit Käse und... Boah, nein, das ist kein Schiss. Das ist einfach nur geschmolzener Käse. Es ist einfach nur geschmolzener Käse, Chat. Wir beruhigen uns wieder. Yo, ihr habt mich so kaputt gemacht, dass ich sogar in Sachen Jizz sehe, in denen nicht mal Jizz ist. So kaputt habt ihr mich gemacht, Chat. Rittersport Freibier. Bier im Quadrat. Endlich wieder da. Unsere Sorte des Jahres. Wer will in eine Schokolade reinbeißen und sagen, lecker Biergeschmack? Niemand. Milchreis. Ich habe noch nie Milchreis gegessen, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob das so aussieht, aber Bruder, warum zeigst du deinen Fuß so? Fuß, was ist das denn? Na, jemand schreibt 10 von 10 wegen Füße. Na, Bro, what? Ein dünner Teller, boah, das kommt hart. Vor allem noch mit Knoblauchsoße, ne? Boah, dünner Teller ist schon was Starkes, Chat. Kann man nicht sagen, ne? Das ist schon was sehr Starkes. Danke an die Türken. Selbstgemachte Pizza. W's. Das ist stark. Das ist stark. So. Döner Teller mit... Wow. Das ist keine Köfte oder sowas. Das sieht wirklich aus wie eine Wurst. Und keine essbare Wurst, sondern eine Wurst, die man rauspresst. Bro, was ist das denn? W. Und das hier... Cupcakes mit sauren Gurken? Bah, stellt euch mal vor, ihr beißt in Cupcakes rein und dann schmeckt es nach sauren Gurken. Bah! Oh, Takis als Lieblings... Okay. Diese Takis, die habe ich damals mal gegessen. Crazy lecker. Takis sind wirklich zu lecker. Immer zum Frühstück kommt böse. Was? Joghurt mit Oliven? Joghurt mit Oliven? Na. Nein. Ey. Bro. Ihr versucht euch doch selbst zu vergiften. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Er hat sogar die Oliven in die Hälfte geschnitten und rein. Ist seine Zigarettenstimme als Cornflakes? Was ist das denn? Warum schickt er ein Bild davor rein und sagt, dass es sein Lieblingsessen wäre? Bro, ich bitte dich.
Wow. Wie kann das dein Lieblingsessen sein, G? Jetzt mal ohne Witz. Wow. Das ist mal schon ein starkes Stück Fleisch, würde ich mal behaupten. Na, der Bruder ist einfach Sandwich mit Jizz. Oder was ist das, Bruder? Chat, was im Wort, ey. Mir wird sogar schlecht, wenn ich sowas sehe. Also, übertreibt es nicht. Und ey, dem Bruder geht es gar nicht gut. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an mich so am Ende des Monats, wie ich essen muss, weil ich einfach zu broke bin. Na! Eiswürfel in Brötchen? Bruder, das ist schon sehr hart. Lasagne, lecker. Ey, yo? Was ist das? Salami? Ey, yo? Auflauf beste. Okay, das sind. Wow! Nein, das ist wieder so eine Sache, da sage ich, das sieht viel zu echt aus. Wer jizzt seinen eigenen Auflauf an? Also, ich bitte dich, du machst deinen Auflauf mit Zeit, mit Liebe, du schneidest die Sachen Massenofen, um es letztendlich anzujizzen? Komm, ey, yo, Chat, ich bitte euch, kommt schon. Was ist das jetzt schon wieder? Vom Kollegen. Nudeln mit Nutella und er hat da oben drüber, als wäre es nichts, geriebene Käse drauf getan. Bruder, Nudeln mit Nutella? Was ist... Bro, wie kommt ihr überhaupt auf diese Kombinationen? Das ist das, was ich mich frage, Chat. Wenn ich wenigstens wissen würde, warum ihr das macht, würde ich es vielleicht irgendwo verstehen, aber ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen. Lecker hat viel Protein. Sind das Käfer? Sind das Käfer, Chat? Lace Breast Milk. Sowas gibt's nicht. Sowas kann's unmöglich geben, Chat. Sowas kann es unmöglich geben, Chat. Sowas kann es unmöglich geben. Bruder, er hat die Gurke. Er hat einfach eine Snickers in die Gurke reingepresst. Was ist das für eine ekelhafte Ding? Bro. Und. Bro, das sieht so falsch aus, ne? Aber das sind Soßen mit Reis und einer Wurst. Aber das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch aus, Chat. Und der... Oh, na. Ey, er hat Hotdog machen falsch verstanden. Statt Wurst hat er eine Banane reingelegt. Statt Ketchup hat er Marmelade. Na. Es sieht jetzt nicht so genüsslich aus, aber ich glaube, es ist einfach nur Müsli. Aber es sieht nicht so genüsslich aus. Sand und Nudeln. Oh, wie Sand und Nudeln. Warum isst Bro seine Nudeln mit Sand? Warum mit Sand? Yo, Bro. Like, Bro. Warum mit Sand? Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. So, Moment. Okay, ein Video von seinem Lieblingsessen. Cornflakes mit... Na, what? Nein. Wow, nein. Das ist auch wieder viel zu echt. Das ist viel zu echt. Das ist viel zu echt. Der Bruder hat Baked Beans per Post geschickt bekommen?
Meine Geburtstagstorte. Bro, was ist das? Kiwi mit Karottenstücken, Oliven. Bro, was? Das ist dein Geburtstagsessen? Man soll sich an seinen Geburtstag freuen. Und glücklich sein. Ich würde weinen, wenn ich sowas sehen würde. Na, das ist wirklich, glaube ich, einer der traurigsten Lieblingsessen, die ich gesehen habe. Eine Glasgurke mit Brot. Brot ohne Aufstrich, aber einfach eine Zigarette drauf. Und dann hat er den schwarzen Kaffee. Na, hell no, Bro. What? Er muss sein Brot mit Zahnpasta schmieren. Mit Colgate Max Fresh. Muss er sein Brot schmieren, weil er sonst nichts anderes zum Schmieren hat. Und das ist dein Lieblingsessen. Also, das war das Lieblingsessen, beziehungsweise ein weiterer Part von Lieblingsessen. Für einen dritten Part von Lieblingsessen will ich 2500 Likes auf dieses Video haben. Ja, deswegen liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und auf Instagram folgen auch nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, okay? Grabo!